Viele Menschen haben Angst, an genetisch bedingten Krankheiten zu leiden. Unsere Gene prädisponieren uns für bestimmte Krankheiten und das ist etwas, was wir offenbar nicht ändern können. Aber was wäre, wenn wir diese Krankheiten regulieren oder beeinflussen könnten? Die Präzisionsmedizin ist dafür zuständig, Krankheiten im Detail zu analysieren und personalisierte, effektivere und spezifischere Behandlungen zu entwickeln, um die Früherkennung bei jedem Einzelnen zu unterstützen. In diesem Video konzentrieren wir uns auf das Konzept der Nanobiomedizin und der Präzisionsmedizin. Wie wirkt sie auf zellulärer Ebene? Welche Prozesse werden für eine genaue Analyse durchgeführt? Was sind die Vorteile? In diesem Interview sprechen wir darüber, wie sich die Therapien auf Infektionskrankheiten wie das Coronavirus ausrichten. Wir besprechen die Funktionsweise der Nanobiomedizin und der Präzisionsmedizin mit Dr. Gilbert Gladi, Gründer der European Association of Bioimmunogen Medicine, der bereits in 2018 auf dem 11. Weltkongress für Virologie und infektiöse Krankheiten über neue Horizonte in der Behandlung dieser Art von Krankheiten sprach. Herr Dr. Gladi, was ist die Präzisionsmedizin? Zum Ersten muss man dieses Thema angehen, indem man sich über etwas klar ist. Und zwar derzeit, das liegt nicht an der jetzt bekannten Pandemie, sondern dieser Trend war schon unterwegs seit einiger Zeit, kommt es zu einer neuen Art, die Medizin zu denken. Und zwar in Richtung der sogenannten personalisierten Präzisionsmedizin. Weil diese hat tatsächlich die Möglichkeit, einen Paradigmenwechsel in der Medizin zu bewirken. Das liegt in erster Linie daran, dass jeder Mensch eine unterschiedliche, ganz individuelle ererbte genetische Disposition vorweist. Und tatsächlich gibt es heute ein ziemlich neues Wissen im Zusammenhang mit diesen genetischen Dispositionen, im Zusammenhang mit der Forschung, die im Bereich der Genetik nun ununterbrochen stattfindet und eine Menge von neuen Daten regelmäßig der Gemeinschaft liefert. Das ist mal etwas, was im Voraus schon klar sein muss. Die Zukunft der Medizin wird anders aussehen, als was wir in den letzten Jahrzehnten gekannt haben. Weil es gibt auch der Grund für ein mögliches genbedingtes Risiko für eine bestimmte Erkrankung zu evaluieren. Das heißt, mehr und mehr werden wir uns in Richtung einer prädiktiven Diagnose orientieren. Der Arzt wird kein Hellseher werden, aber dank der modernsten biologischen Untersuchungen wird sie mehr und mehr möglich sein, Jahre voraus für einen bestimmten Patient zu erfahren, welche Krankheiten ihn gefährden, wo liegen die Risiken, wo liegen die Schwachpunkte. Somit wird eine verbesserte Therapie- und Präventionsform bezüglich dieser personalisierten Medizin mehr und mehr möglich sein. Und
Deswegen der Begriff der sogenannten Präzisionsmedizin. Man wird eine Medizin entwickeln können, fast auf den Patienten geschnitten, sozusagen. Und das ist etwas natürlich, was man bislang absolut noch nicht kannte. Die Grundlagen für diese Präzisionsmedizin sind in der Tat die modernsten diagnostischen Methoden, wie zum Beispiel die immer besser bekannte Genomsequenzierung. Wie Sie wissen, ein Gen, das ist eine Zusammensetzung von verschiedenen Molekülen, sequenzartig. Und man kann diese Sequenzen heute identifizieren und somit eine Darstellung des eigenen Genoms auf immer präziser Weise zu etablieren. Dann gibt es auch noch immer mehr Möglichkeiten im Zusammenhang mit der sogenannten molekularen Bildgebung. Das kennen schon die meisten unter Ihnen sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit MRT-Untersuchungen und TEP-Scan-Untersuchungen. Da werden tatsächlich die Moleküle abgebildet über mittels technischen Vorgängen. Aber man kann sie sehen, was man sich vor einigen Jahren noch kaum vorstellen konnte. Das war noch Science Fiction. Heute ist es möglich. Und diese Techniken erlauben, immer kleinere Bestandteile zu identifizieren. Also kann man immer mehr in die zellulären Bestandteile reinschauen. Und damit soll in der Zukunft noch besser möglich sein, Patienten zielgerichtet auf individuelle Art und Weise zu behandeln und, wie gerade erwähnt, die Ursache der Erkrankungen auf molekularer Ebene zu identifizieren. Das ist der heutige Trend der sogenannten Molekularmedizin, wo es mir darum geht, klar zu wissen, welche molekulare Vorgänge, Reaktionen gestört sind, auf welcher Ebene, durch welche Mechanismen, ist wichtiger geworden, als auf den Patienten zu sehen, dass er verschiedene Symptome vorweist, seine Haut betreffend oder wenn man ihn abhört, das Herz, die Lunge und so weiter. Natürlich sind das immer noch Hinweise, die in manchen Fällen wertvoll sein können, aber so weit bringen die uns nicht, was die Diagnose und Behandlung anbelangt, im Vergleich mit was heute die Möglichkeiten der Molekularbiologie sind. Damit steigern sich die individuellen Heilungschancen enorm und könnten viele Menschen auch damit die Angst vor Krankheiten nehmen. Das ist ganz, ganz klar. Desto mehr man über eine Krankheit erfährt, desto mehr man darüber weiß, desto beruhigender wirkt dieses Wissen auf die betroffenen Menschen. Man sieht es ja ganz, ganz genau mit dieser Coronavirus-Seuche. Da ist noch zu viel unbekannt, da ist noch zu viel nebelig und das führt zu Steigerung des Angstgefühls und das ist natürlich sehr schädlich für die Heilungschancen von vielen Leuten. Dieses notwendige Wissen für eine zielgerichtete individuelle Therapie
wie sie die Präzisionsmedizin anstrebt, ist möglich, weil mehr und mehr sogenannte Big Data, also riesige biomedizinische Datenmengen erschaffen werden, ne, durch die Computermöglichkeiten. Und tatsächlich erlauben diese neu gewonnenen Daten eine ganze Menge von verschiedenen Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte. Wie Sie das links auf der Abbildung sehen, es erlaubt bessere klinische Strategien, es unterstützt die Forschung, es erlaubt sogar fraudulöse, also Publikationen und Testungen und so zu identifizieren, wenn da jemand versucht, etwas zu beweisen, was irgendwo mit gefälschten Daten. Es erlaubt vielmehr nicht nur neue Pharmamittel zu entwickeln, sondern auch zu besser und schneller zu identifizieren, welche Kontraindikationen, welche Nebeneffekte erscheinen können. Ja, man kann diese Nebenwirkungen antizipieren. Man kann das genetische Risiko, das mit Krankheit verbunden ist, besser und besser erkennen. Man kann Epidemien vorbeugend anfassen, was natürlich leider bei der Coronavirus-Epidemie nicht der Fall war. Man kann damit auf einzelner Ebene für einzelne Personen die Lebensqualität deutlich verbessern. Man kann auch unerhoffte Todesfälle vermeiden. Heute nur sterben Leute von einer Minute auf der andere, ohne dass etwas da den Hinweis darauf gab. Das sollte in der Zukunft weniger und weniger der Fall sein, weil man durch diese Untersuchungen Ergebnisse erhalten kann, die Befunde machen kann, die zeigen, Achtung, da ist Gefahr, da könnte mal plötzlich etwas passieren. Also kann man entsprechend darauf reagieren. Das heißt nicht, dass die Präzisionsmedizin die Unsterblichkeit erzeugen wird, aber sie wird zumindest das Leben in vielen Gebieten verbessern und verlängern können. Was ist die Individualisierung der Medizin? Und warum ist sie eine wichtige Voraussetzung für eine immer effektivere Behandlung? Das heißt, wie hängt die Behandlung mit der Nanobiotechnologie zusammen? Wie ich es gerade schon versucht habe zu zeigen, zu demonstrieren, ist dieser neue Trend in Richtung individualisierter Medizin voll und ganz von neuen, modernen Technologien abhängig. Und in diesem Bereich, das hatten wir ja schon bei unserem ersten Video erwähnt, sind es sogenannte Nanobiotechnologien, die da in erster Linie in Frage kommen. Heute weiß man viel mehr über diese Nanobiotechnologien und durch dieses Wissen wiederum ist auch die ursprüngliche Angst vor diesen neuen Werkzeugen und Materialien mehr oder weniger verschwunden, weil man jetzt
klar erkennen konnte, dass da die Gefahr nicht besonders groß ist, weil durch die Herstellung dieser Nanobio-Werkzeuge und nanobiotechnologischen Vorgängen weiß man genau, wie weit man gehen kann, wo möglicherweise Gefahr erscheinen könnte und man entsprechend dann auch vorbeugend die Bremsen ziehen kann. Das heißt also, hat wirklich in den letzten paar Jahren diesen Nanobiotechnologien einen riesigen Schwung nach vorn gegeben. Und die sind jetzt heute in der modernen Medizin, sei es im Rahmen der Pharmaindustrie, sei es im Rahmen der modernen Werkzeugen für die Chirurgie und so weiter, sind alle diese Technologien vorrangig geworden. Die große Herausforderung bei der Integration von solchen Nanotechnologien in medizinischen Anwendungen, das ist dann, was man kurz genannt Nanobiomedizin nennt. Also diese große Herausforderung besteht darin, dass sowohl Wissenschaftler so unterschiedlicher Disziplinen wie Biologie, Medizin, Physik, Chemie sowie Ingenieur- und Materialwissenschaften zusammenarbeiten müssen. Das waren vor einigen Jahren noch Bereiche der Wissenschaft, wo jeder für sich in seinem Eck da aktiv war und sich absolut nicht darum bekümmerte, was die anderen taten. Jeder machte so seine kleine Entdeckung in seinem Gebiet und es blieb dabei. Und das ist wirklich etwas, was wir dieser Nanobiomedizin und diesem ganzen Domain der Nanotechnologien zu verdanken haben, dass sich Leute von ganz verschiedenen Disziplinen da zusammensetzen und zusammenarbeiten und miteinander reden und austauschen. Und das bringt einen hervorragenden Fortschritt in die moderne Wissenschaft. Was ist die Nanobiomedizin mit Schwerpunkt auf den therapeutischen Aspekt? Wie funktioniert sie genau? Wie schon erwähnt, gibt es den Begriff Nanobiomedizin, weil es jetzt die Nanotechnologien gibt. Weil grundsätzlich entspricht Nanobiomedizin dem Einsatz von Nanobiotechnologien in verschiedenen Gebieten wie Diagnose, Monitoring, Behandlung, Therapie, also von Krankheiten. Als Voraussetzung gilt absolut ein Wissen bezüglich der Funktionen von Genen unter anderem und deren Produkten, das heißt die Eiweiße, die Proteine, was erlaubt dann, dass man die verschiedenen Krankheiten, wie vorher erwähnt, sofort auf molekularer Ebene identifizieren kann, diagnostizieren kann, behandeln kann. Das heißt also, dass Nanobiomedizin setzt eine sehr genaue Kenntnis einerseits über pharmazeutische, biochemische Zusammenhänge, andererseits über die Eigenschaften von Nanopartikeln und nanostrukturierten Systemen voraus. Das heißt also, dass hier etwas Zentrales erwähnt wurde, und zwar Nanopartikeln. Es gibt keine Nanobiomedizin ohne Nanopartikeln.
Wir werden uns später noch einmal über ein bisschen mehr über dieses, über diesen Hinweis auf Nanopartikeln unterhalten. Aber das ist wirklich eine ein zentraler Punkt im Zusammenhang Nanobiomedizin und Therapie. Aber die Nanobiomedizin umfasst noch weitere Nanotechnologien, bevor man zur Therapie umsteigt. Und zwar wird diese Nanobiomedizin immer mehr involviert in die diagnostischen Vorgänge. Man kann heute mehr und mehr beobachten, was sich im Innersten der Zellen, also das heißt des lebenden Menschen, abspielt. Ja? Man kann biologische Systeme überwachen und steuern. Ja, das muss man sich vorstellen, was das bedeutet. Man kann tatsächlich da, wo das Leben stattfindet, wo es beginnt und wo es erhalten wird, da kann man jetzt allmählich reinschauen und versuchen, regulatorisch einzugreifen. Das ist natürlich etwas absolut Fantastisches, was da geschieht und was wirklich die Medizin voll und ganz ändern wird. Und das gibt dann wirklich eine Möglichkeit der sogenannten personalisierten Medizin. Weil das ist für jeden klar, dass der Patient, wenn er auf mehr oder weniger globale Art und Weise angefasst wird, gleicht keiner absolut dem anderen. Wir haben zwar die gleichen Gene, das ist eine Selbstverständlichkeit, das weiß jeder, aber diese Gene funktionieren absolut nicht auf ähnliche Art und Weise beim einen und beim anderen. Und sogar wenn das sehr nahestehende Leute sind, das können sogar Zwillinge sein. Ja, ihre Gene können sich anders exprimieren, obwohl sie absolut ähnlich sind. Und somit erlaubt auch diese personalisierte Medizin einen fließenden Übergang vom Gesundheitszustand zur Krankheit. Das heißt, man interessiert sich beim Patienten nicht nur für seine Krankheit, sondern auch für seine Gesundheit allgemein. Das heißt auch, man interessiert sich für den gesunden Patienten im Sinne, dass aus diesem gesunden Patienten niemals ein kranker Patient wird. Das auch ist natürlich eine völlige Umstellung in der Denkart im Rahmen der modernen Medizin. Ob das dann wiederum Big Pharma so gefällt, das ist eine andere Frage, weil wenn man nur noch gesunde Leute hat, natürlich dann interessiert das diese Strukturen so gut wie gar nicht. Deswegen werden da sicher getrennte Wege gehen und es wird Ärzte geben, die sich mehr und mehr um die gesunden Menschen kümmern werden und sie gesund erhalten werden. Und andere, die halt die Krankheiten behandeln, von denjenigen, die von ihrer Gesundheit wenig halten. Aber heute wird unser Thema hauptsächlich die therapeutischen Aspekte dieser personalisierten Nanobiomedizin erwähnen und dies zusätzlich im Zusammenhang mit unserer eigenen Behandlungsweise mittels der sogenannten Bioimmungenmedizin, abgekürzt BIGMED. Um die therapeutischen Ansätze von der BIGMED zu verstehen, nehmen wir als Beispiel das sehr aktuelle und besorgniserregende Thema der Coronavirus-Infektion.
Wie unterscheidet sich diese von der herkömmlichen Therapie? Es geht also darum, zu versuchen, zu begreifen, wie eine solche therapeutische Methode funktioniert. Und tatsächlich ist sicher das aktuelle Thema der SARS-CoV-2-Infektion ein ganz perfektes Beispiel dafür. Weil seit mehr als einem Jahr jetzt bekümmert sich die ganze Welt um dieses Virus und man hat von einem möglichen diagnostischen Test gehört und therapeutische Versuche und schlussendlich jetzt dort reißt sich jeder um einen entsprechenden Impfstoff. Und gleichzeitig scheint es mit der Epidemie nicht so richtig zu funktionieren. Die Inzidenzraten sind zwar besser, weil wir jetzt dort uns dem Sommer nähern, wie im letzten Jahr, aber schlussendlich hat man nicht den Eindruck, dass plötzlich das Virus da zusammenbricht und man ein Ende dieser Pandemie tatsächlich ins Auge fassen kann. Also hat es zumindest noch so viele Fragen als Antworten. Wir werden sehen, wie wir das im Rahmen der BigMed anfassen. Und deswegen ist es sicher notwendig, dass Sie das eine oder andere über das Virus auch noch erfahren. Einige haben sicher schon das Wissen. Manchmal ist es auch nicht unbedingt ein hundertprozentig richtiges Wissen. Hier haben wir auf der Abbildung eine Skizze dieses Virus. Und von vornherein sehen Sie schon, dass auf seiner Oberfläche werden da verschiedene Proteine erwähnt. M-Protein, E-Protein, HE-Protein, N-Protein und das jetzt weltbekannte S-Protein, Spitzenprotein, Spike-Protein, je nach der Sprache, Protein de Pointe. Also Sie sehen, es hat mehrere und es hat noch einige sekundäre dazu. Und das ist nicht unwichtig, dieser Hinweis, weil, wie Sie wissen, bezieht sich die ganze therapeutische Orientierung auf das S-Protein. Das heißt, die anderen werden gar nicht angeschaut, als würden sie nicht existieren. Und dabei sind die alle natürlich verantwortlich für die Aggressivität und Pathogenizität des Virus. Hier auf der nächsten Abbildung wird dargestellt, wie sich das Virus vermehrt, wenn es mal in die Zelle reingeht. Und da ist dann auch interessant zu erfahren, dass natürlich dieses Virus, es ist ein bekanntliches sogenanntes RNA-Virus, also ein einzelsträngiges Genom. Und das gibt schon den Hinweis im Voraus, dass sich ein solches Virus viel mehr ändern kann als ein DNA-Virus, wie zum Beispiel ein Herpesvirus. Ja, heutzutage sind Herpesviren ungefähr noch so, wie sie waren vor 50 Jahren oder noch länger. Im Vergleich, wir wissen ja, dass dieses Coronavirus so ungefähr jede zwei Wochen irgendwo auf einem Erdteil sich verändert. Und das wird noch eine Weile so dauern. Nächste Abbildung zeigt einen schulmedizinischen Therapieversuch, der mit mehr oder weniger Erfolg bereits schon eingesetzt worden ist. Und zwar ging es darum, Blockage of Viral Entry, das heißt also, man versucht
die dem Virus die Eingangstür zu sperren. Und das war ja und bleibt der Hauptgrund, weswegen man sich auf dieses S-Protein fokussiert, weil das ist die Bindungsstelle mit dem entsprechenden Zellrezeptor, die erlaubt, die dem Virus den Eintritt in die Zelle erlaubt. Also ist man davon ausgegangen, diesen Eintritt zu verhindern. Leider, wie wir es jetzt schon mehrmals gehört haben und erfahren haben, hat sich das Virus da schnell eine entsprechende Strategie ausgedacht und wechselt ununterbrochen Bestandteile seines S-Proteins und somit kann dann diese Bindung nicht mehr gestört werden. Hier sehen wir den Zusammenhang zwischen dem Moderna-Impfstoff und Nanobiomedizin, indem er mittels einer Lipid-Nanopartikel transportiert wird. Das Gleiche gilt für den Pfizer-BioNTech-Impfstoff. Der wird auch durch entsprechende Nanopartikel transportiert. Also Sie sehen, diejenigen, die durch einer von diesen Impfstoffen geimpft wurde, ohne es zu wissen, haben alle diese Personen eine Nanobiotherapie bekommen. Und selbstverständlich, bei allen diesen therapeutischen Versuchen geht es sowohl um präventive als auch um kurative Behandlung. Impfung normalerweise wirkt präventiv. Die normale Rolle eines Impfstoffes ist, eine Epidemie zu verringern und zu stoppen. Wir erinnern uns, die Eltern wurden gegen Poliomyelitis geimpft und keiner unter uns hat Poliomyelitis erwischt. Wir wurden gegen Keuchhusten geimpft und keiner hatte Keuchhusten. Wir wurden gegen Tetanus geimpft und niemand hat Tetanus. Jetzt müssen wir leider erfahren, dass man gegen Coronavirus geimpft wird und trotzdem verseucht werden kann. Es ist trotzdem, da kommen Fragen auf, das ist ganz klar. Da muss man sich trotzdem die Frage stellen, wie weit ist diese Therapie effizient? Dann kann man sich die Frage jetzt stellen, ja okay, das ist alles recht und gut und wohl. Und was ist da mit der BigMed? Wo liegen da Unterschiede? Was macht die BigMed anders? Was die BigMed anders macht, das ist etwas ganz, ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen mit allen anderen Behandlungsvorgängen, die ich da erwähnt habe. Und zwar von vorn raus, das gehört einfach zur Definition dieser Methode, hat es den Zusammenhang mit der sogenannten Gesamtheit, Globalität. Man kann die BigMed anders begreifen als im Zusammenhang mit diesem Konzept von Gesamtheit. Wir werden versuchen, ob jetzt Covid-19, ob Krebs, ob arterielle Hypertonie, ob Diabetes, ob was, Allergie, Asthma und so weiter. In allen Fällen werden wir alle diese Krankheiten und Krankheitserreger auf gesamtheitlicher Ebene anfassen. Und das ist ein riesiger Unterschied, was heutzutage unter anderem also im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Therapie stattfindet. Schauen Sie, hier auf der Abbildung links ist ein Coronavirus dargestellt und eine empfangende Zelle. In der Mitte sehen Sie ACE2, dieser bekannte
Membranrezeptor unserer Zellen und der bindet mit einem S-Protein, Spike-Protein vom SARS-CoV-2. Da kann man sich vorstellen, wenn man da etwas einsetzt, also sollte dort, wenn die Tür da, die Eingangstür verriegelt wird, ist da doch kein Durchkommen mehr von das Virus. Dann schauen Sie nebendran. Nebendran haben Sie ein Molekül erwähnt, da ein bisschen rot-braun, TMPRSS2. Das ist ein sogenanntes Co-Molekül. Das ist also ein begleitendes Molekül. Und dieses Molekül begleitet das ACE2-Molekül. Und dass das Virus schlussendlich nicht eintreten kann, muss zusätzlich zum Beispiel auch dieses Molekül gehemmt werden. Derzeit tut das niemand. Die einen hemmen entweder ACE2, die anderen hemmen MPRS2. Keiner hemmt die beiden zusammen. Und das ist jetzt nur ein vereinfachtes Beispiel, weil es geht nicht darum, dass Sie Superspezialisten, Experten werden vom Coronavirus. Es ist nur ein Hinweis, weil es gibt nur andere zusätzliche Co-Moleküle, also begleitende Moleküle. Und dass man tatsächlich das Virus draußen lassen kann, müssen alle diese Türen, die Haupttür, der Haupteingang, genau wie die Notfallausgänge und Serviceausgänge, also alle müssen verriegelt werden. Und dies ist derzeit unmöglich, allein schon, weil die Schulmedizin sich immer wieder auf ein einziges Molekül fokussiert, ja, und will mit einer Blockade alles Mögliche erreichen. So einfach ist es nicht. Das ist genau, wenn man jetzt sagen würde, für einen Mensch, den man auf irgendeine Art und Weise blockieren will, okay, wir binden ihm die Hände. Dann hat er immer noch beide Füße, um zu laufen. Dann sagt man sich, gut, wir verbinden ihm die Füße, so kommt er nicht mehr weiter. Aber dann hat er die Hände, um wiederum seine Füße zu befreien. Und am Ende hat er immer noch den Kopf, um zu nachzudenken, wie er sich befreien kann und so weiter und so weiter. Und genauso ist es für ein Virus, ein Bakterium, ein Pilz, ein Parasit und so. Die haben alle, verfügen alle über eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die ihnen erlauben, unsere Abwehrreaktionen zu überwinden. Und somit versteht man, warum es immer wiederum zu Rückfällen kommt, zu Rezidiven und so weiter. Deswegen versucht, wie gesagt, ein Großteil der schulmedizinischen Therapien diese Bindung zu verhindern, zu stören. Und wir sehen, dass derzeit diese Strategien noch nicht so erfolgreich erscheinen, wie man es hoffen könnte. Herr Dr. Gladi, für die Laien wie ich, können Sie noch mal erklären, wie die Formeln in den Zellen wirken und zusätzlich, welche Bedeutungen haben das Genom, das Transkriptom, das Epigenom und das Proteom? Wie ich gerade erklärt habe und versucht habe, es verständlich zu machen, die Bitmap-Therapie wirkt immer auf globaler Art und Weise. Das heißt, ihr Ziel wird es sein, mehr oder weniger im gleichen Moment einen Großteil der involvierten viralen zellulären Molekülen, also gleichzeitig unter Kontrolle zu bekommen. Wir sehen auf der Abbildung links eine Darstellung der sogenannten Coronavirus-REG, das bedeutet Regulator-Formel,
Also das ist ein Teil, ein Großteil dieser Formel, wo ich ihn da aufgelistet habe. Und wir sehen, dass wir tatsächlich eine ganze Reihe von verschiedenen Proteinen, Genbestandteilen einsetzen. Einige sogenannte effektorische Zytokinen, wie das Interleukin 18 oder noch Interleukin 6. Sie sehen, dass die beiden Rezeptoren unter anderem, wie ich ihn gerade erwähnt habe, AC2, das Protein und das entsprechende Gen dabei sind, dass das TMPRSS2 dabei ist. Ein wichtiges Bestandteil ist auch Furin, das ist auch ein molekularer Komplex, der bei den meisten, unter anderem RNA-Viren, immer wiederum anwesend ist und mit dem ein Virus sich auseinandersetzen muss, um es zu blockieren, somit es mal schon eine Chance hat, in die Zelle reinzukommen. Dann sind auch unsere eigene Abwehrmolekülen sind auch natürlich involviert, wie zum Beispiel TLR3, das ist die Abkürzung von Toll-like Receptor 3. Das sind unsere eigene Membransensoren, die erlauben, in erster Linie mal schon zu identifizieren, Achtung, da ist ein Virus reingetreten und das sind im Grunde genommen Alarmsignale, die da dann stattfinden werden. Und ganz unten, die beiden letzten Reihen, haben wir MIR-198, MIR-761, das sind sogenannte MicroRNA, ganz kleine, epigenetisch wirkende Moleküle, das heißt also, die die Fähigkeit haben, das Gen des Virus zu beeinflussen und die wir dann dementsprechend einsetzen. Da gehe ich mal jetzt schon auf die Frage von Monika Romero zurück, um ganz rasch zu erklären, was bedeuten Genom, Transkriptom, Epigenom, Proteom. Sie haben links eine Abbildung, die es mehr oder weniger gut andeutet. Allgemein gesagt betrifft das Wort Genom alles, was sich um die Gene abspielt. Ich habe ihn vorher schon erwähnt, dass ein Gen, das sind Sequenzen von sogenannten Nukleotiden, ja, die kann man, wie man heute sagt, sequenzieren. Man kann diese Sequenzen identifizieren und kopieren. Also, wenn man das Genom erwähnt, erwähnt man alle diese Bestandteile, die zu den Genen gehören. Wenn man dann das Epigenom erwähnt, dann sind es zum Ersten biologische Vorgänge, die ich Ihnen jetzt da nicht mehr erwähnen möchte, weil das ist dann schon ein bisschen spezialisierte Biologie. Aber hier auf der Abbildung sehen Sie, ist eines erwähnt, DNA-Methylierung. Das ist so ein epigenetischer Vorgang. Aber noch viel wichtiger sind die sogenannten nicht kodierenden RNA. Das SARS-CoV-2 ist ein RNA-Virus, aber das ist ein kodierendes RNA. Das heißt, mit diesem RNA hat das Virus die Fähigkeit, das S-Protein zu erzeugen, die M-Proteine, die N-Proteine, die H-Proteine und so weiter und so weiter. Das sind sogenannte kodierende RNA-Moleküle. Und dann gibt es, die sind noch nicht so lange bekannt als die anderen, sogenannte nicht kodierende RNA-Moleküle. Und die haben alle eine ganz, ganz wichtige regulatorische Rolle auf die Genexpression. Weil wenn ein Gen zur Expression kommt, das heißt, es wird aktiviert, funktioniert mehr und mehr und mehr und
Das führt zu einer Erzeugung von einem entsprechenden Protein. Dann kommt der Moment, wo dieses Protein genügend anwesend ist und es braucht es nicht mehr. Dann kommen sogenannte Stoppsignale und das sind diese nicht kodierende RNA, die diese Stoppsignale ausgeben, somit die Aktivierung des Gens gestoppt wird, gebremst wird. Das ist genau wie in einem Auto. Sie brauchen eine Bremse, wenn eine Kurve kommt, müssen Sie vom Gas runter und bremsen, um die Kurve nehmen zu können, sonst fliegen Sie aus der Straße. Und so ist auch, so funktioniert auch das Genom. Also Epigenom moduliert, reguliert das Genom, aber ändert nicht die Genomstruktur. Die Gene bleiben, was sie sind, aber sie funktionieren. Entweder werden sie aktiviert oder sie werden deaktiviert, sie werden gebremst, sie werden hochgeladen, runtergeladen, um eine Computersprache zu benutzen. Und dann gibt es das Transkriptom. Das Transkriptom, das ist das Ganze. Das sind die ganzen biologischen Vorgänge, die stattfinden zwischen der Genaktivierung und der Proteinherstellung. Da gibt es eine ganze Reihe von Vorgängen, die da stattfinden, biologischen Vorgängen, und die erlauben, dass die Geninformation so dargestellt wird, somit sie dann von der Zelle korrekt übersetzt werden kann und entsprechend dann auch die Zelle die notwendigen Proteine auf korrekte Art und Weise herstellen kann. Das entspricht dem sogenannten Transkriptom. Und wenn Sie so wollen, das regulatorische System von Genom und Transkription, das ist das Epigenom, wo ich ihn gerade beschrieben habe. Und das Endergebnis ist das Proteom, das heißt, die ganzen Maschinerien, die ganzen Werkzeuge, biologischen Werkzeuge, die dazu dienen, dass das Protein dann erzeugt wird und das auf Anweisungen vom Genom. Das Genom ist die Information, das Proteom ist die Darstellung dieser Information in Molekülen. Dann gehen wir zurück noch einmal auf die Wirkungsart der Pigmentpräparate. Da gibt es eine allgemeine Regel, die mit der klassischen Pharmakologie verbunden ist, eine sogenannte Verdünnungsmodulation, wo man weiß, dass niedrige Verdünnungen die Wirkung einer Substanz stimulieren werden, dass mittlere Verdünnungen eher modulierend wirken, das heißt, es ist im Grunde genommen die Zelle, die entscheiden wird, in welche Richtung die Regulation stattfinden wird, entweder in Richtung Aktivierung, entweder in Richtung Hemmung. Und die hohen Verdünnungen wirken alle hemmend. Das heißt, desto mehr Sie eine Grundsubstanz verdünnen, desto mehr haben Sie eine umgekehrte Wirkung dieser Substanz. Wenn eine Substanz einen Effekt X auslösen kann, desto mehr Sie diese Substanz verdünnen, desto mehr haben Sie eine umgekehrte Wirkung, X-Wirkung, also 1 auf X sozusagen. Und das ist das Grundprinzip und das erlaubt, all diese Moleküle so zu orientieren, wie man es will. Diejenigen, die wir Unterstützung brauchen, die werden wir niedrig verdünnt stimulieren. Diejenigen, die wir unbedingt hemmen müssen, die werden wir sehr hoch verdünnt einsetzen und somit entsprechend die regulatorische Wirkung zu erreichen. Und nun die Frage, welche Funktion haben die liposomalen Nanovektoren? Ich habe vorher erwähnt, im Rahmen der
Nanobiomedizin, dass es auf sowohl diagnostischer, muss erwähnt werden, aber natürlich hauptsächlich auf therapeutischer Ebene um Nanopartikeln geht. Und wir benutzen in diesem Zusammenhang sogenannte liposomale Nanovektoren. Ein Vektor, das ist ein Transporter, wie ein LKW, der verschiedene Güter transportiert, transportieren diese Nanovektoren Moleküle. Jetzt wollen wir dann ein bisschen etwas mehr erfahren über diese liposomale Nanovektoren. Die nennt man auch, wenn Sie in einer Zeitschrift darüber lesen, werden die auch öfters Liposome genannt. Dabei handelt es sich um nanogroße Sphären aus einander gereihten Phospholipiden. Somit werden als Liposom in der Chemie winzige Bläschen mit einem wässrigen Kern bezeichnet. In der Regel besteht die Membrane von diesen Vesikeln aus diversen Lipiden, etwa Fettsäuren und Phospholipiden. Und diese kleinen Vesikeln können einerseits in ihrer Doppelmembrane, aber auch in ihrem wässrigen Kern diverse Substanzen transportieren. Deswegen die Benennung Nanovektoren, Nanotransporter. Und dank der Eigenschaften bleiben Liposomen und ihre Ladungen von der Magensäure oder den Enzymen im Verdauungstrakt unangetastet. Das ist ein riesiges Vorteil, natürlich im Vergleich mit anderen tragenden Substanzen von pharmazeutischen Molekülen, die oft im Magen durch die Magensäfte oder dann in den Gedarmtrakt von Enzymen angegriffen werden und somit teilweise zumindest zerstört, was dazu führt, dass nur ein Teil des Medikaments da ankommt, wo es soll. Somit haben Liposomen verschiedene Fähigkeiten. Einerseits bleiben empfindliche Wirkstoffe geschützt, was ich gerade erwähnt habe, von den negativen Einflüssen diverser Körperenzyme und der Magensäure. Andererseits können Liposomen die Ausscheidung der Wirkstoffe durch selektive Funktion des Dünndarms verhindern, weil der Dünndarm ist voller verschiedenen Molekülen, die alle irgendwo eindringende Substanzen, Stoffe mehr oder weniger verändern wollen, um sie in allen Fällen schon zu untoxischen Stoffen zu bringen. Natürlich, dabei sind dann diese Moleküle gestört, es sei zerstört oder verändert. Und dann sind sie natürlich nicht mehr für die Therapie brauchbar. Und somit erlauben diese Liposomen, dass die Resorption im Darm optimiert erfolgt und maximal bleibt. Somit beschreibt ein liposomales Mittel ein Präparat, welches in Liposomen eingeschlossene Wirkstoffe enthält und dies wiederum erlaubt ein verbesserter Transport in den blutreichen
Blutkreislauf zu den spezifischen Körperzellen. Das heißt also, diese Nanotransporter, diese Nanovektoren, diese liposomalen, es gibt nämlich andere, die nicht unbedingt so effizient sind als die liposomalen. Diese liposomalen Nanovektoren erlauben tatsächlich, dass die Freigabe der entsprechenden therapeutisch wirkenden Molekülen so optimal wie möglich stattfinden kann. Und es zu einer gesteigerten Bioverfügbarkeit des Wirkstoffes kommt. Weil was soll's, wenn ich einen tollen Wirkstoff habe, aber kaum 20% dieses Wirkstoffes trifft in die Zelle ein, wo er benötigt ist. Dank der liposomalen Nanovektoren können wir nahezu 90-95% von Bioverfügbarkeit erreichen. Das ist natürlich, hört sich ganz anders an und erlaubt zu begreifen, warum wir schlussendlich mit unseren liposomalen Nanovektoren eine Therapie entwickeln konnten, die jetzt schon seit einigen Jahren in vielen Bereichen der humanen Pathologie sich bewähren könnte. Vielen Dank, Herr Dr. Gladi, für das sehr interessante Interview. Danke. Bitteschön, sehr gerne.